In der letzten Coding-Challenge ging es um fehlende Flugverbindungen. Ja, Corona zum Trotz, die Leute wollen fortfliegen, aber egal, dann wollen wir zumindest ein bisschen was programmieren in diesem Bereich. Also, gegeben waren ja unterschiedliche Flughafen, außerdem waren gegeben einzelne Flugverbindungen, die möglicherweise vorhanden sind, sowie ein Stadtflughafen. Und gesucht war, was ist die minimale Anzahl an beliebigen Flugverbindungen, die wir hinzufügen müssen, um von dem gewünschten Startflughafen zu jedem beliebigen anderen Flughafen zu kommen. Ja, und diesmal gibt es die konzeptionelle Lösung dazu, also die Gedankengänge, die wir brauchen, um das Thema zu lösen. Wer noch bisher noch keine Idee hatte, bekommt hier hoffentlich die notwendigen Infos, um das dann auch programmatisch lösen zu können. Also, wer es will, noch jede Menge Zeit, das zu probieren. Und hier die ersten Ideen. Bleibt dran und ihr erfahrt mehr. Also, was sind die Gedankengänge, die wir uns machen, um das Thema zu lösen bei den fehlenden Flügen? Also, gegeben war eine Liste mit Flughäfen. Ja, also machen wir ein paar Flughäfen und außerdem war gegeben ein paar Flugverbindungen. Gut, zeichnen wir mal ein paar Flugverbindungen ein. Und was wir jetzt auch noch haben, ist ein Startflughafen. Nehmen wir einfach mal den hier an. Und wie man an den Pfeilen sieht, das ist doch so ungefähr ein Graph. Ja? Der ist noch nicht ganz verbunden. Der hat einige Löcher drin und das ist genau das, was wir suchen. Ja? Wie können wir die Löcher sozusagen stopfen? Gut. Und wir haben also diesen Startflughafen und gesucht ist, welche Verbindungen könnten wir hinzufügen, um jeden beliebigen Flughafen zu erreichen. Achtung, die Flugverbindungen von Wien nach Madrid heißt nicht auch, dass er wieder zurückfliegt. Das heißt, wenn wir, es ist ein gerichteter Graph. Wir haben keine Gewichte, aber er ist gerichtet. Also in diesem Fall geht der Flughafen hier runter, also der Flug von oben nach unten, er geht aber nicht wieder hinauf. Ich habe nur irgendwelche Beispiele genommen mit den Pfeilen, rein vom Konzept her. Das heißt, das, was wir eigentlich suchen, ist Folgendes. Wir haben einen Startflughafen und wir wollen zu jedem anderen Flughafen reisen können. Beliebige Anzahl an Zwischenstopps. Das heißt, was wir eigentlich an Aufgabe haben, ist, existiert ein Weg von hier nach hier? Existiert ein Weg von hier nach hier? Existiert ein Weg vom Start nach hier? Existiert ein Weg von Start nach hier? Existiert ein Weg von Start nach hier? Von Start nach hier? Von Start nach hier? Von Start nach hier? Und von Start nach hier? Und wenn die Antwort immer ja ist, dann ist die Aufgabe erfüllt. Zumindest gibt es dann überall einen Weg. Okay, wie existiert ein Weg in einem Graph? Gibt es ein konkretes JavaScript-Implementierung, habe ich mal gemacht, wie man das zum Beispiel machen kann. Verlinke ich euch in der Infobox. Gut, aber wir können jetzt natürlich x-beliebige Verbindungen hinzufügen. Und das, was jetzt noch spannend ist, ist der Grad eines entsprechenden Flughafens. Das heißt, der Grad der ausgehenden Verbindungen. Dieser Flughafen hätte den Grad der ausgehenden Verbindungen von 0, weil von diesen keine Flüge weggehen. Dieser hätte den Grad von 1, weil hier schon eine Verbindung weggeht. Dieser hätte einen Grad von 1, weil eine Verbindung weggeht. Und dieser hier hätte einen Grad 3, weil von diesem Flughafen 3 Verbindungen weggehen. So, ihr seht schon, wohin das führt. Das heißt, wenn ich schon Verbindungen mache, dann mache ich diese doch idealerweise zu einem Knoten, zu dem ich noch keine Verbindung habe, zum Beispiel auch direkt, ich sage mal von hier nach hier eine Verbindung. Und warum wähle ich diesen Knoten aus und nicht einen der anderen drei? Na gut, weil dieser den höchsten Grad hat. Das heißt, wenn ich den erreiche, dann erreiche ich einige weitere. Und was ich jetzt mache ist, ich schaue nach, hat dieser Knoten zu einem beliebigen anderen eine Verbindung? Wenn ja, ist das toll. Wenn nein, dann nehme ich alle Knoten, zu denen ich noch keine Verbindung habe, sortiere diese nach dem ausgehenden Grad und füge als erstes mal diese Flugverbindungen ein mit dem höchsten Grad.
und streiche anschließend all die Knoten aus der Liste, zu denen ich noch keine Verbindung habe, zu denen ich jetzt eine Verbindung bekommen habe. Das heißt, ich habe noch keine Verbindung zu dem, ich habe noch keine Verbindung zu dem, zu dem, zu dem, zu dem, zu dem und auch zu dem hier. Gibt es noch keine Verbindung. Direkt oder indirekt ist egal. Also sehe ich mir von diesen den entsprechenden Grad an, sortiere nach der Größe des Grads, mache gleich mal eine direkte Verbindung zu dem. Zu allen, die ich noch, wo ich noch keine Verbindung hatte, prüfe ich jetzt wieder erneut, habe ich die Verbindung und schmeiße die aus der Liste. Das heißt, hier habe ich jetzt eine, hier habe ich eine, hier habe ich eine, hier habe ich eine. Die sind nicht mehr drin. Zu dem hatte ich schon eine, zu dem hatte ich schon eine. Zu denen hatte ich keine, zu dem hatte ich keine, immer noch nicht und zu denen habe ich immer noch keine. So, ich sortiere mir wieder nach, also die verbleibenden nach dem Grad der Ausgangsverbindung, das heißt, der hätte den Grad ein, hier geht eine Verbindung weg, hier geht eine Verbindung weg, alles ist toll. Ich suche mir einen, hier geht keine weg. Ich suche mir einen der beiden aus, egal welchen, mache zum Beispiel eine direkte Verbindung wieder zu diesen hier, dadurch prüfe wieder alle, zu denen ich noch keine Verbindung hatte. Also habe ich jetzt, habe ich auch, bleibt nur mehr diese über, mache auch hier noch eine Verbindung und die Aufgabe wäre gelöst. Das ist die minimale Anzahl an Verbindungen, die ich machen muss, um von einem Startflughafen alle anderen zu erreichen. Gut, jetzt könnte ich noch sagen, wer es ein wenig komplexer will, kann noch Kosten einführen und sagen, okay, ich kann nicht lauter direkte machen, sondern ich suche mir den mit dem geringsten Grad oder wie auch immer. Na schön, ich hoffe, das bringt euch auf die notwendigen Ideen, die ihr noch braucht, um die Challenge zu lösen. Ja, ich bin gespannt, was noch kommt. Viel Spaß beim Programmieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.